kommt im Gleisbild. Ich fange jetzt erstmal hier an, weil ich euch generell was zur Fläche erzählen möchte. Und dann gehen wir rein und es wird detaillierter. Also diese Fläche hier war mal ein alter Güterbahnhof. So bis in den 50er Jahren. Deswegen heißen wir auch Gleisbeet, weil wir quasi in den Gleisbetten gärtnern. Hier waren noch so alte Gebäude und so, das haben die alles abgerissen. Und die Fläche quasi vom Beton befreit. Aber hier auf den, zum Beispiel auf den Mauern, auf denen ihr jetzt geht, das, oder auf den Flächen, das sind alte Mauern von den Außenmauern gewesen zum Teil. Die ganzen Hügel, das sind alles noch so Aufschüttungen, also der Boden. In dem Boden findet ihr auch noch ganz viel so Gleis mit Steine und allem möglichen Kram und irgendwelchen Industrieschutt. Wo wir zum nächsten Thema kommen, nämlich der Altlastenbelastung sozusagen der Fläche. Dieser Lokschuppen da hinten, den ihr auch vielleicht auch schon gesehen habt, der ist ein alter Rangierlokschuppen. Daneben war ein altes Fahrkartendruckwerk. Und hier wurden eigentlich die, also am Anfang war hier Personenverkehr, dann noch Güterverkehr. Und die haben halt ziemlich viel mit ganz vielen Ölen und Schlacken gearbeitet früher. Und dementsprechend ist der Boden halt mit diversen Schwermetallen, PCBs und PAX verunreinigt. Was halt eben aus dieser Güternutzung resultiert und aus den ganzen Schadstoffen und Ölen und Schmierstoffen, die hier benutzt wurden. Die Stadt hat dann irgendwann 2000, haben die diesen Park, es war halt ganz lange lag das brach, da ist nie was mit passiert. Und dann hat die Stadt angefangen, diese Fläche umzugestalten als Parkfläche und hat direkt diesen Bereich, den wir jetzt auch nutzen, schon als gärtnerische Nutzfläche sozusagen ausgeschrieben. Also es war Teil des Konzeptes. Dieser Park hat auch noch den zweiten Namen Briezner Freiraumlabor, weil hier sich noch andere Projekte angesiedelt haben, wie unter anderem hier der Pumptrack. Das sind auch so ein paar Punker-Jungs, die ja immer BMX fahren. Die haben auch einen eigenen Verein. Weiter vorne haben wir die Skater-Jungs irgendwie, die auch eine eigene Truppe bilden. Und dann gibt es noch einen Streetworker-Verein, die auch ein Stückchen weiter vorne in so Bauwegen und so immer ihre Jugendgruppenarbeit machen. Und es gibt das nirgendwo da hinten in dem Blockschuppen. Das ist eigentlich ein offener Raum, wird jetzt gerade gewerblich genutzt, aber war eigentlich vorgesehen, die Vereine sozusagen hier kollektiv zu bündeln und denen einen Veranstaltungsraum zu geben. Und dann haben wir natürlich noch den Schulgarten. Der mit der Dateschule hier gegenüber ist eine Schule verbunden ist. Mit denen sind wir auch nicht so dicke, weil die eher so klassischen Anbau machen und wir, die sind denen ein bisschen zu wild. Deswegen haben wir nicht so Bock auf uns. Genau. Ich habe hier auf der Fläche, also als wir ja die Fläche bekommen haben vor 4 Jahren, oder sind sogar schon 5 Jahren, war hier schon eine Fläche, wurde die Fläche schon von der Workstation Ideenwerkstatt bewirtschaftet. Die machen auch das Allmendekonto auf dem Tempelhofer Feld. Ich weiß nicht, ob die einen oder anderen kennen das. Genau. Aber hier in Friedrichshain waren halt zu wenig Leute, um diese Riesenfläche zu bewirtschaften. Und dann hat es so nach und nach nachgelassen und wir kamen dazu und haben die Fläche übernommen. Mittlerweile gehört sie dem Verein. Wir haben letztes Jahr einen Verein gegründet. Und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, Permakultur zu machen. Wisst ihr, was Permakultur ist? Soll ich die kurz mal erklären? Genau, Permakultur. Also, Permakultur ist das bewusste Design von Flächen im Allgemeinen. Also, das kann ein Balkon sein, das kann Beton, Asphaltfläche sein, das kann aber eben auch im Garten sein. Im klassischen Sinne, also Bill Mollison und David Holgrim haben es sozusagen definiert. Es ist altes indigenes Wissen, es sind traditionelle Anbaumethoden, die in einen philosophischen Kontext gepackt wurden oder eben in einen gesellschaftskritischen Kontext, um eben zu fragen, wie, okay, was machen wir, wenn das Öl zu Ende geht, was ist eigentlich mit unseren Konsummustern, in welcher Welt leben wir eigentlich, der versucht hat, Antworten auf diese Fragen zu finden und eben mit kleinteiligem Gemüseanbau in erster Linie für Häuser und für den Eigenbedarf, Eigenanbau entwickelt, eben Systeme geschaffen hat, die mehrjährigen Anbau vorsehen, also wieder weg von dieser einjährigen Gemüsekultur, wie es halt in den meisten Gärtnereien getrieben wird, die Monokulturen, wie ihr es auf den Feldern überall seht, überall Mais, Raps, bla bla bla,
hin wieder zu einem integrierten Anbau. Das heißt, man hat alle drei Ebenen bedient. Man hat Bäume, Sträucher und krautige, also Stauden und krautige Schichten, sodass du quasi Biotope schaffst, die sich selbst erhalten. In den ersten 1 bis 2 oder 3 Jahren, manchmal auch 5 Jahre, hat man einen ziemlich intensiven Arbeitseinsatz, wenn man erstmal die Kulturen etablieren muss. Aber irgendwann ist das System so stabil, dass es sich selbst erhält und auch ohne das Einwirken des Menschen sozusagen zurechtkommt. Das versuchen wir ja auf dieser Fläche auch nachzuahmen. Also wir sind ja auf einer öffentlichen Grünfläche, das hat Daniel ja eben schon mal kurz angeschnitten. Und die städtische Grünflächenplanung sieht ja eher so aus, dass die Wiese überall hinballern, vielleicht ein bisschen ein paar Kräuterchen, paar Sträuche, schön Kastanien, paar Pappeln und dann hat sich die Sache erledigt. Und wir finden, dass es irgendwie nicht die richtige Art und Weise ist, Grünflächen, da sie nun mal auch sehr rar und sehr intensiv genutzt werden in Berlin, dass sie auch ganz anders aussehen könnten. Und wir versuchen hier einen Gegenentwurf sozusagen zu starten zur städtischen, innerstädtischen Grünflächengestaltung, dass man eben zum einen eine Nutzbarmachung hat, ja, in Form von Hügelhochbeeten und eben auch Biotope für Tiere schafft, die nämlich hier in der Stadt teilweise sehr widrige Bedingungen haben, um zu überleben. Genau, und das ist jetzt der erste Ansatz. Ich habe letztes Jahr das Design geschrieben. Und das ist jetzt das erste Jahr, wo wir es wirklich intensiv umsetzen. Wir können jetzt mal in den Garten reingehen. Kurz, es gibt in der Permakultur 2 Hauptenergien. Die erste ist die, die aus dem Beet heraus nach außen tritt und die andere ist die, die ins Beet von außen hereintritt. Wir sind jetzt die Energie, die von außen in das Beet hineintritt. Und die Fläche somit intensiv beeinflussen, denn jeder Besucher hinterlässt Spuren. Voll letztes Jahr auch hier. Du warst letztes Jahr auch schon hier? Am 7. September. Ach cool. Sehr schön. Mit einer ganzen Gruppe. Sehr cool. Genau. Den Kleber kenne ich, der ist von Killes Moor. Ja. Stimmt. Ja. Richtig. Genau, also wie gesagt, man hat 2 Energien, mit denen man arbeiten muss. Wir haben am Anfang, als wir diese Fläche hier bekommen haben, haben wir gedacht, wir modellieren das alles um und machen hier was komplett Neues. Nach relativ einem halben Jahr haben wir gemerkt, okay, das funktioniert nicht, weil die Wege sind getreten, die Leute sind Gewohnheitstiere, jeder geht hier seinen gewohnten Pfad. Und so haben wir angefangen, uns erstmal hinzusetzen und das ist das zentrale Element in der Permakultur, erstmal beobachten. Erstmal gucken, was habe ich überhaupt für eine Fläche, auf welchem Ort befinde ich mich. Also weg von diesem Okkupierenden, ja, irgendwie, wir sind jetzt hier und wir machen, was wir wollen und es ist uns ganz egal, was für eine Fläche existiert, hinzu, okay, wir nehmen uns zurück, beobachten, was sind hier für Tiere, was sind hier für Pflanzen, was haben wir hier für einen Boden, was sind hier überhaupt für Sonnenverhältnisse, welche Pflanzen können hier wachsen. Und dementsprechend haben wir uns die ersten Jahre eher Zeit genommen, das Gelände und auch die Anwohner, alle, die hier beteiligt sind, erstmal mit versuchen zu integrieren. Und angefangen ganz peu à peu, die Kräuterspirale war so das erste zentrale Element, was wir gebaut haben. Die Kräuterspirale kann ich dir ganz kurz mal erklären, funktioniert nach einem sehr einfachen Prinzip. Oder willst du das machen? Willst du kurz Kräuterspiralenprinzip? Er baut nämlich gerade eine zu Hause. Willst du kurz erzählen? Oder? Dann kann ich mal kurz Es sind verschiedene Vegetationszonen sozusagen. Es geht los hier unten mit einem kleinen Teich. Das ist immer so Richtung Süden ausgerichtet ungefähr. Und dann kommen hier unten die wasserliebenden Pflanzen hin, sowas wie Brunnenkresse. Ja. Kresse haben wir jetzt da. Minze, Melisse. Genau. Dann geht es hier weiter in die feuchte Zone mit Schnittlauch, Romanen. Kerbel, Dill und Petersilie. Und dann weiter im trockeneren Bereich, Majoran und so. Wenn das jetzt gleich wieder kommt. Ja. Bis wir ganz da oben sind. Hier ist dann eher Sand, mediterran. Also haben wir jetzt Salbei oben und Lavendel. Ja, und durch diese Spirale kriegen hier auch die Pflanzen, die einigermaßen eher Schatten brauchen, dann auch ihren Schatten.
Und oben kommen dann so die mediterranen Kräuter, die halt sehr wenig Wasser benötigen, wie der Lavendel und eben der Salbei. Genau. Und in der Permakultur gibt es halt verschiedene Zonen, also da das halt für Häuser letztendlich oder für den häuslichen Gebrauch in erster Linie entwickelt wurde, hat man so Zonen der Nutzung oder haben die beiden Begründer Zonen der Nutzung eingerichtet, eben nach der Intensität der Nutzung. Wir haben hier, weil wir auch hier die Bank haben und hier so unser Hauptraum ist sozusagen, haben wir hier Zone 0 oder auch Zone 1 in dem Design sozusagen das hier angesetzt. Weil hier die Kräuter sind, hier sind die, teilweise ziehen wir halt auch hier vor. Hier ist so der zentrale Platz, also deswegen Zone 1. Die nächste Zone ist Zone 2, das ist eine intensivere Nutzung. Das wird dann für Gemüse sozusagen benutzt, da wo man so jeden zweiten oder jeden dritten Tag, hallo Essen, hingeht. Das sind in unserem Falle jetzt die Hoch- und Hügelbeete. Das ist ein Blattbeet. Wir orientieren uns, in der Permakultur haben wir immer eine Mehrfachnutzung. Das Blattbeet zum Beispiel, genau wie die Kräuterspirale, ist ein Element in dem permakulturellen Gefüge. Ein Element zeichnet sich eben durch seine Eigenschaften aus. Und der Clou in dieser ganzen Permakulturgeschichte ist, dass man die einzelnen Elemente miteinander verknüpft. Das heißt, dass man versucht, die Eigenschaften, die die einzelnen Elemente haben, miteinander zu verbinden, so dass man langfristig ein stabiles Gefüge erzeugt, in dem, wenn auch nur ein Element ausfällt, erstmal nicht viel passieren kann. Wenn aber viele Elemente ausfallen, das ganze System letztendlich zusammenbrechen würde. Deswegen versucht man, so viele Verbindungen wie möglich herzustellen, dass eben das System auch im Worst Case, wenn man einer würde jetzt die Kräuterspirale abfackeln, dass das Worst Case, dass es halt nicht zusammenbricht, sondern dass wir im Endeffekt weiter mit den anderen Systemen arbeiten können. Das Blattbeet, da machen wir Mischkulturen, Kräuter, Blumen und auch Sträucher. Wir haben jetzt ein paar Gutscheine geschenkt bekommen. Und dann wird es im Endeffekt so eine Mischkalkulation geben. Also wir werden Sträucher haben, Stauden und eben Blumen, die halt alle auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten blumen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten uns Ernte liefern sozusagen. Also dass wir nicht alles auf einmal haben, sondern dass es immer wieder einen Wechsel auch mit den Jahreszeiten gibt. Hier vorne haben wir eine Gründüngung gesehen. Das sind überwiegend Süßgräser, Wicken und Roggen. Also es ist Roggengras. Gründüngung hat die Eigenschaft, das machen wir auch auf dem Rest der Fläche, dass es den Boden mit Stickstoff und mit Humus anreichert. Wir haben hier einen ziemlich nährstoffarmen Boden. Es ist überwiegend Sand, Sandschluff und ganz geringer Tonanteil. Und das ist jetzt nicht so der beste Nährboden für die Pflanzen. Die Pflanzen brauchen in erster Linie Humus, um eben vernünftig gedeihen zu können. Und das erreichen wir mit dieser Gründüngung. Also wir sehen hier jedes Jahr in jedem Beet Gründüngung aus und graben das dann unter. Also die Erdscholle wird quasi umgedreht und auf diese Erdscholle pflanzen wir dann. Und im Laufe des Gartenjahres kann sich dann der Grünschnitt sozusagen umsetzen und wandelt den Boden mitsamt der ganzen Wurzelstruktur. Also da hängen ja auch immer noch ordentlicher Ballen Wurzeln mit dran. Das, was hier oben seht, könnt ihr nochmal nach unten hinzurechnen von der Masse. Wandelt sich dann alles um. Die Bodenbakterien werden gefüttert und so wird das Bodenleben einfach angeregt und wir erhalten auch in eigentlich so toten Beeten wie hier, da wir keinen Erdkontakt haben, auch noch eine eigene Struktur. Wir setzen hier Würmer rein, die auch noch Kompost umsetzen. Also so erhält man halt auch in so einer kleinen abgetrennten, in einem kleinen abgetrennten Bereich eben ein lebendes Biotop. Genau, dann gehen wir mal weiter hier hinten. Wir nennen es eine Baumgilde oder eben auch Baumlebensgemeinschaft. Das ist ein Apfelbaum. Das ist ein Apfelbaum, der, wie ihr gerade seht, mit einem Ring aus Zwiebeln bepflanzt wurde. So eine Gilde besteht immer aus mehreren Pflanzenarten, nämlich aus einer bodenbedeckenden Krautschicht. Das kann sein Winterposteleien, eine Vogelmiere, also alles, was so am Boden kreucht und fleucht und den Boden, das Erdreich sozusagen bedeckt. Denn alles, was das Erdreich bedeckt, hindert zum einen den Boden, oder hindert zum einen Unkraut durchzukommen. Es bedeckt den Boden, hält ihn somit feucht.
Und hat natürlich auch den Effekt, dass es den Boden unterirdisch mit seinen ganzen kleinen feinen Wurzeln bis zu 10-15 cm feingründig lockert. Dann kommt noch ein Ring, den pflanzen wir wahrscheinlich jetzt die Woche aus Stauden hinzu. Das sind so die nächsthöhere Schicht. Genau, die wird dann auch in Kreisform sozusagen angeordnet. Also es ist alles so eine Pflanzenfamilie und dann kommen die Zwiebeln drumherum. Die Zwiebeln blühen halt nur im Frühjahr, speichern ihre Nährstoffe und geben sie dann im nächsten Jahr wieder ab. Also es ist auch von den Nährstoffgehalten und von der Konzeption, wie dann alles nach außen blüht und eben auch Ertrag abwirft, in zeitlicher Reihenfolge, so ähnlich wie auch bei der Kräuterspirale. Dann haben wir hier Hügelbeete, auch ein Element der Permakultur. Genau, also das ist jetzt gerade frisch aufgeschüttet. Ich kann euch vielleicht ein kurzes Prinzip erklären. Wir haben da so eine kleine Grube ausgehoben, dass man so ungefähr einen Baumstamm reinlegen kann, die auch jetzt hier in den Beeten drinnen liegen. Es sind so 2-3 Baumstämme und dann gefolgt von Ästen, also von so groben Ästen mit Grünschnitt, mit Ästschnitt zusammen. Grünschnitt, so Grasnarben. Und das wird alles da reingeworfen, Erde drüber, dann wieder eine Lage, Grünschnitt, Kompost, wieder Erde drüber. Dann wird gemulcht und eingesät. Und wir haben hier in dem Fall Erdbeeren, wir haben hier ein bisschen Knoblauch, eine Brombeere, hier ist ein bisschen Rhabarber. Das sind alles Sachen, die noch vom letzten Jahr oder von den letzten Jahren Lavendel. Hier kommt noch ein bisschen was ist denn das? Petersilie und Kerbel. Ja, habe ich schon gesagt. Genau. Also es ist immer eine bunte Mischung und es erhält sich eigentlich ziemlich stabil. Das Beet ist jetzt schon 4 Jahre alt und wir setzen da jedes Jahr immer noch so ein paar einjährige Kulturen rein, aber so das Grundgefüge bleibt halt immer stehen. Und das System ist halt so, dass es ist ein Kompost. Es ist ein Kompost, der in sich geschlossen funktioniert. Und du musst halt nicht jedes Jahr irgendwie da neuen Kompost drüber streuen oder jedes Jahr neue Nährstoffe hinzufügen, weil du einmal dieses stabile Gefüge geschaffen hast, aus denen dann die Pflanzen bis in die tiefsten Schichten ihre Nährstoffe durch das langsam rottende Holz. Also alle Bestandteile sind langsam oder sind verrotten unterschiedlich und geben so kontinuierlich über die Zeit die Nährstoffe ab. Also ich denke, da könnte man mit effektiven Mikroorganismen noch mal einiges erreichen, oder? Genau, da kann man auf jeden Fall auch. Ja, das ist schon. Mhm. Aber mit denen arbeiten wir zum Beispiel gar nicht irgendwie. Es ist, weiß nicht, hat sich bis jetzt noch keiner drum wirklich so bemüht. Mhm. Wir machen halt alles mit Mulchen und Gründüngung. Das ist so unsere Art, irgendwie dem Boden Nährstoffe zuzufügen. Ja. Genau. Ja, jetzt haben wir hier wieder eine Gilde. Mit einer Himbeere. Und hier haben wir versucht, es ist ein Versuch, es ist noch lange nicht fertig, ein Swale zu bauen. Ein Swale ist eine Erhöhung, die in einen Graben mündet, den man hier so leicht angedeutet sieht. Wir wollen jetzt hier unsere Wassercontainer, eigentlich hat sich hier ein Teich geplant. Das geht aber leider nicht, weil die Leute nicht so liebevoll mit den Dingen, die wir bauen, umgehen. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, unsere Wasserstation hier aufzubauen, denn wir brauchen Wasser. Der Sinn eines Swales besteht darin, dass eben Feuchtigkeit hinabfließt, den Hang mit bewässert und gleichzeitig eine Wasserlinse unterirdisch. Also du hast dann hier entlang des Grabens sozusagen immer feuchtes Substrat, sodass du verschiedene Zonen anpflanzen kannst. Also man hat eine feuchte Zone dann eben in dem Fall und es wird nach oben immer trockener. Das ist halt wieder das gleiche Prinzip. Viele Elemente unterschiedlichster Art auf einen Raum komprimiert. Genau. Also das ist so, im Endeffekt findet man das Prinzip dieser vielen Elemente immer wieder in jedem einzelnen Element. Das wird hier. Genau, das ist hier. Da ist wieder Gründüngung drin. Pfirsichbaum. Hier haben wir schon angefangen, ein bisschen was zu pflanzen. Radieschen und Rüben. Genau, die Rüben kommen später. Die Radieschen sind als erstes fertig. Die sind so in, weiß nicht, 3 Wochen ungefähr. Die Rüben, die Mairübchen, bleiben so bis Mai, Juni hier drin.
Und dann haben wir noch Salat gepflanzt, der auch super als Bodenbedecker ist. Nur der füllt dann nachher das Beet aus und hier kommt oben raus. Mhm. Genau. Die Hecke ist auch immer ein schönes permakulturelles Element. Da kann ich euch vielleicht mal fragen, was könntet ihr euch vorstellen, was für eine Funktion kann so eine Hecke haben? Irgendeiner aufgepasst? Windbreak. Wie ich jetzt davon gesprochen habe, dass jedes Element mehrere Funktionen hat. Also Funktion kann man auch als Eigenschaft beschreiben. Warum macht es Sinn, eine Hecke in einen Garten zu pflanzen anstelle von einem Zaun? So, was hat, kann die Hecke mehr als der Zaun? Ein Tier an zu Hause. Zum Beispiel. Sie ist essbar. Sie ist essbar. Wind ab. Ja, ist doch schon sehr gut. Ja. Finde ich gut. Ja, genau. Das sind so einige Eigenschaften, die ich schon genannt habe gerade. Die Hecke wird hier zum Beispiel total gerne von den Vögeln benutzt. Also wir haben hier fast jedes Jahr Nester drin. Oh. Dieses Jahr irgendwie nicht, weil die Stadt. Weil die Stadt den Kahlschlag hier vorgenommen hat. Also wir sind eigentlich immer bemüht, möglichst viel stehen zu lassen und eben auch viel Raum zu bieten, wo Tiere sich verstecken können. In der städtischen Grünpolitik ist es halt nicht so vorgesehen, deswegen haben wir uns jetzt leider hier ganz schön viel runtergejagt. Aber die Hecke wird sich erholen. Das ist auf jeden Fall ein sehr invasives Konstrukt. Die hat schon viele Jahre und Winter überlebt. Die wird uns auch wieder dieses Jahr überwuchern, glaube ich. Genau. Also das ist jetzt so Zone 2 sozusagen gewesen. Hier hinten haben wir noch eine kleine Kompostecke, die ist jetzt aber nicht so schön, die müsst ihr euch jetzt nicht angucken. Da kommt der Kompost hin, schön schattig. Und dann haben wir noch eine kleine Schaukel. Nebenan in dem Käfig, wo ihr die zwei Menschen seht, das ist unsere Kooperation. Wir haben jetzt eine Kita, die jeden Freitag kommt und mit uns gemeinsam Gärtner hat. Da freue ich mich auch schon voll drauf. Kiezrabauken. Schöner Name. Genau. So, und jetzt gehen wir weiter in den extensiven Bereich des Gartens. Das ist so die intensiv genutzte Fläche. Das ist überhaupt ein bisschen, was man macht. Genau, das ist die. Wie ihr seht, wird es hier schon wieder ruhiger. Hier passiert nicht so viel. Genau, wir befinden uns hier quasi in Zone 5 des Gartens. In der alle zusammen. Genau, in der Permakultur ist die Zone 5 so die extensive Fläche, in der man im Endeffekt eher so Forstbetrieb hat. Also man hat Bäume, mehrere Bäume stehen und geht da maximal einmal im Jahr hin, sozusagen. Wir laufen ja jetzt öfter durch, ne? Aber so fühlt es sich auch ein bisschen an. Also wie ihr seht, ist hier halt nicht so viel. Wir haben hier halt auch echt schlechten Boden. Hier sind überall diese Gleisritzsteine. Das ist auf jeden Fall ein zentrales Element im Garten. Wir versuchen hier schon seit ein paar Jahren Pilze und sowas zu etablieren, aber das klappt alles nicht. Es wird immer gerne zum Wildcampen auch im Sommer benutzt. Genau, deswegen überlassen wir jetzt die Fläche einfach sich selbst. Wir wollen hier noch, wie ihr seht, weil die Hecke hinten ist ja kaputt gemacht worden, haben wir jetzt hier angefangen, eine Benjes-Hecke zu bauen, die auch ziemlich intensiv von den Vögeln genutzt wird. Also jetzt sind hier viele Menschen. Aber als wir heute Morgen hier ankamen, waren hier, keine Ahnung, 10, 12 Vögelchen im Busch, die halt auch anfangen, ihre Nesterchen zu bauen und auf jeden Fall sehr dankbar sind, Freiraum hier bekommen zu können. Die Stadt hat halt hier echt Kahlschlag gemacht. Hier waren richtig viele Bäume noch, die haben halt alles weggesäbelt, weil wir diese Drogenproblematik hier oben auch haben und viele Dealer halt ihr Zeug hier verstecken und hier viele Obdachlose und so pennen. Und wenn es halt alles so zugewuchert ist, dann ist es natürlich leichter. Und das war jetzt die Antwort der Stadt irgendwie auf das Problem.
Na gut, genau. Aber das ist so unsere extensive Fläche. Da machen wir, haben wir irgendwie eine Sitzgelegenheit nur gebaut. Jetzt werden hier noch ein paar Sitzgelegenheiten dazukommen. Vielleicht noch ein paar Sträucher oder sowas. Aber viel wird hier dann auch nicht mehr passieren, glaube ich. Weiß nicht, wenn irgendeiner... Ich bin auch manchmal so ein bisschen ratlos, weil ich mir denke, es ist so schade. Diese Fläche hat man ja, aber irgendwie... Weiß ich auch nicht, was ich mit der machen soll. Das ist so ein bisschen... Aber es ist auch okay, ne? So einen ruhigeren Bereich, wo man nur sitzen kann. Und wenn die Blätter dann auch wirklich da sind, dann hat man so ein grünes Dach über sich und es mutet schon ein bisschen nach Wald. Das ist ganz schön. Genau. Das ist unser Container. Da haben wir unsere Sachen immer drin. Ganz viel, passt da rein. Ich hoffe, dass wir jetzt noch einen zweiten Container kriegen, weil wir einfach viel zu wenig Platz haben. Genau, und dann kann ich euch noch ein anderes Element sozusagen aus unserem Garten zeigen. Das ist die Anwohnerwegseite. Da wir ein Gemeinschaftsgarten sind, haben wir natürlich auch die Garten und die Fläche für die Nachbarn geöffnet. Und hier der ganze Streifen. Der soll im Endeffekt für die Anwohner sein, dass, so wie Susanne das da hinten auch schon macht, sie ihre eigenen Beete gestalten können. Also man hat irgendwie die Option, hier entweder bei uns mitzumachen und irgendwie in der Gemeinschaft zu wuseln. Oder wenn man sagt, okay, ich bin fertig, irgendwie mich jetzt in eine Gruppe zu integrieren und mir auch noch was anzulesen oder so, der kann hier seine eigenen Experimente einfach starten und sein eigenes Beet bauen. Mit Sitzgelegenheit, was auch immer. Ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr hier in der Ecke wohnt, euch irgendwie zu beteiligen. Wir haben noch relativ viel Platz. Wir haben bis jetzt erst 3 Anwohner, die auf jeden Fall was machen wollen. Könnt ihr euch auch irgendwie zusammentun. Und da vorne steht so eine einsame Kirsche. Und ab der, diese Kirsche ist sozusagen die Linie für den Waldgarten. Wir wollten noch einen kleinen Waldgarten, so einen Obstwildgarten mit verschiedenen Bäumen und Sträuchern, keine Ahnung, Obststräucher, wir sind noch nicht ganz mit der Planung durch, aber halt auch verschiedene Gilden sozusagen etablieren, die ineinander greifen und dann eben da vorne wieder eine Art Obstnutzwaldgarten entstehen lassen. Genau, das ist so das Grobkonzept für den Garten. Ja. In Schnelle, in Kürze. Die Fragen oder so? Erstmal, normalerweise macht Jenny immer die Fragen. Wenn ich so die Laberbacke bin eigentlich. Ich hoffe, ihr habt irgendwas mitgenommen. Habt ihr Fragen oder so? Aber die Äpfel kann man nicht essen, oder? Naja, du kannst die... Ich kann dir das nicht hundertprozentig beantworten. Also ich habe Bodenproben genommen in meiner Bachelorarbeit, auch direkt am Apfelbaum. Da war es am schlimmsten. Ziemlich viel Blei und Cadmium. Also ich habe mit meinem Prof viel diskutiert und das Ding ist, also man hat eine hohe Schwermetallhaltefähigkeit, wenn man viel Schluff und viel Ton im Boden hat. Und die Schwermetall, also dadurch, dass wir einen ziemlich hohen Schwimm, Sand, viel Schluff, wenig Ton. Und Schluff hält halt die Schwermetalle im Boden. Die Gitterstrukturen sind so gut und so fein, dass sie halt die Moleküle halten. Und Pflanzen haben ja genau wie Menschen auch so eine Kopf-Hirn-Schranke. Das heißt, der Körper ist so gepolt, dass er alle Schadstoffe, die in seine essentiell wichtigen Organe, wie zum Beispiel unser Gehirn, gehen, dass er die woanders abspeichert. Also dass er die umlenkt in Gewebe, die nicht so wichtig sind, wie zum Beispiel Fettgewebe. Und so machen das Pflanzen letztendlich auch. Pflanzen versuchen, ihre Samen zu schützen oder ihre Fruchtkörper zu schützen. Das heißt, alles, was sie an Schadstoffen aufnehmen, wird in den Baum und in die Blätter gespeichert. Das heißt, du hast auf jeden Fall die geringste Schadstoffkonzentration in den Früchten. Wie viel das jetzt aber ist, kann ich dir nicht sagen. Das hängt... Was? Wie sauer, wenn das alles in die Früchte pumpt und dann die Früchte abwirft. Ach so, naja, aber dann hast du ja es in der nächsten Generation. Dann hast du das Saatgut verunreinigt und somit... krüppligen Wuchs oder auf jeden Fall mit Schadstoffen belastetes Saat, das ist halt genau das, was es zu verhindern gilt.
Also deswegen ist es so ein... Ich kann es nicht sicher beantworten. Wir wollten dieses Jahr mal Proben nehmen in den Früchten, um zu gucken, weil wir halt auch die Hecken haben, ne? Und wir haben schon ein paar Pflanzen, die eben auch in den Boden wachsen und die Früchte abwerfen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt irgendwie ständig essen, aber ich glaube, wenn du dir mal einen Apfel davon gönnst, wird es nicht schädlicher sein als ein konventioneller Aldi-Apfel. Ungewaschen. So, ja. Kann ich halt nicht genau beantworten. Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, die es noch zu klären gilt, ja. Genau, also wir haben auch so für die Anwohner und für alle Nutzer des Gartens habe ich so einen kleinen Knigge erstellt, so was man halt beachten soll, wenn man in der Stadt Gemüse anbaut. Zum Beispiel auch keine feinporigen Gemüse wie Brokkoli oder sowas, weil die halt in ihrem Wachstum so feingliedrig sind, dass sie halt Schadstoffe aus der Luft und auch durch Aufwirbelung mit aufnehmen und das dann mit einwächst und so. Also es gibt schon gewisse Regeln, die man befolgen sollte, wie halt das Gemüse zu waschen und sich auch die Hände zwischendurch mal waschen und so, ne, und sich nicht dann in den Mund und so. Genau. Deswegen haben wir für die Kinder zum Beispiel auch diese Käfigfläche vorgesehen, weil da ist der Erdaushub komplett sauber, da sind ohne eine neue Kubik Erde drin. Da können die auch mal in den Boden fassen und sich mal eine Schaufel Erde in den Mund schieben, so, das ist dann nicht so schlimm. Genau. Ja. Hallo. Habt ihr noch Fragen oder so? Wir treffen uns, also wir hatten letztes Jahr, hatten wir so Gartenarbeitstage, das hat nicht so gut funktioniert, weil wir alle immer so viel zu tun haben. Deswegen haben wir jetzt eher so Gießtage oder sowas, wir haben jetzt neu gepflanzt, wir werden schon so alle 2-3 Tage hier sein und halt einfach die Pflanzen gießen, aber dann auch nur für eine Stunde oder so. Und ansonsten machen wir einmal im Monat ungefähr eine Workparty, also sowas wie hier gerade. Dass wir dann so einen Arbeitseinsatz machen, der wird dann bei Facebook oder auf unserer Homepage kommuniziert. Kannst du uns auch eine Mail schreiben oder mir eine Mail schreiben, wenn du Bock hast, irgendwie mitzumachen. Oder du Bock hast, dich in der Gruppe irgendwie zu engagieren oder so. Dann sind es immer eher so interne Treffen, die jetzt nicht so für jeden einfach zugänglich sind, sondern wirklich nur die Leute, die wirklich Bock haben und sich auch inhaltlich irgendwie engagieren wollen. Genau. Aber wenn ihr Lust irgendwie auf Permakultur habt und in der Stadt und Bock habt, was zu lernen oder so, dann gerne, seid willkommen. Ja. Genau. Tschu, tschu. Sind wir fertig? Vielen Dank fürs Zuhören.